Yo Leute, ich begrüße euch und es geht direkt weiter mit Call of Juarez. Mit der letzten Aufnahme heute, würde ich mal fast sagen. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that. I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Okay, der Gute, der Böse und der Tote. Jawohl, wir werden wohl aber nicht der Tote sein, denke ich mal. Also, ich glaube, wir nähern uns aber tatsächlich schon dem Ende des Spiels. Also, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dieses darauf, also dass diese Story dahin geht, wie ich mir das schon denke. Aber ich bin mal ruhig. Mal gucken, was da am Ende doch tatsächlich noch rauskommt. Ja, komm. Also die Ladezeiten sind echt so ein... Keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein Minuspunkt bei dem Game. Irgendwie stört mich das total. Aber was willst du machen, ne? Im Endeffekt musst du ja warten. Geht doch. Und ab im Spiel. Direkt ist er down. Ah, was? Shit, Mann, die sind doch überall. Ich glaube, das ist nicht gut gelaufen. Dein Ernst, Kollege? Komm her! Oh fuck, da sind ja echt nicht gerade wenige. Hä, wieso trifft den das nicht? Okay. Als ob, wie überlebt er das? Ich schieß dem doch ins Gesicht, ey. Okay, weg. Schön ist es hier, aber muss man sagen. Also die Gegenden sehen wirklich nicht so schlecht aus. Aber es ist auch viel, meiner Meinung nach, in diesen Brauntönen gehalten. Und da sieht vieles auch ein bisschen gleich aus, finde ich. Bitte? Was war das jetzt? Bin ich überhaupt noch richtig? Okay, da muss ich hin. Alter, was war denn das jetzt für ein Schmarrn? Kommt auf einmal dieser Shotgun-Typ aus dem letzten Loch herausgekrochen, ey. Als ob ich ihn nicht sehe. Ist das eine Made? Here I was, an old man roaming a ghost town dead almost two decades. The town was falling apart, just like me.
Übrigens, sorry, wenn ich so ein bisschen ruhiger bin, aber ich find's gerade sehr spannend dazu zu hören. Da will ich dann auch nicht die ganze Zeit irgendwie reinlabern. Das ist ja auch Kacke dann. Deswegen. Ich find's übrigens cool, muss ich sagen, tatsächlich, dass jetzt relativ viel diese Events kommen, wo man Reflexe zeigen muss, weil das so ein bisschen. Ja, jetzt so eine richtig krass dicke Schießerei finde ich irgendwie langweilig. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Wo muss ich denn hin? Falsch. Überlebe den Hinterhalt. Geht weg mit eurem Dynamit. Ach, ich kann das kaputt schießen. Ach komm, den hatten wir doch. Oh oh. Nicht tot, nicht tot. Oh Gott, zum Glück. Hä? Wovon bin ich denn jetzt gestorben? Voll der Quatsch, Mann. Also mein Dynamit hätte die ja wohl sowas von treffen müssen. Die halten voll viel aus, kann das sein? Also nee, das kann eigentlich gar nicht angehen, aber soll der Scheiß. Fuck. Ich kann nicht raus. Scheiße. Dann die ganze Zeit dieses Kack-Dynamit. Geht doch. Oh, fuck, fuck, fuck. Scheiße. Okay. Shit. Was war jetzt los? Ach. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee. You see that old Indian again too? No, but I did see Billy's killer. Ey, das ist doch scheiße, ey. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the Geister, was soll denn der Quatsch jetzt? Coming back to haunt me and drag me down to perdition. Was für Geister, Mann. Beiseite. Jo, wahrscheinlich. Alter, jetzt sehen wir Geister. Was ist denn das für ein Quatsch? Das macht jetzt alles kaputt. Jetzt muss ich hier gegen Geister ankämpfen. Jesse James oder was? Das ist ja totaler Müll. Das finde ich gerade richtig kacke. Das macht sowas von das ganze, die ganze Stimmung hier, finde ich, komplett kaputt. Verpiss dich, Junge. Nehmen wir einfach ganz schnell die hier. Solid. Okay, haben wir. Soll das jetzt so was sein, wie er kämpft gegen seine inneren Dämonen oder was?
Okay, hier ist jede Menge Muni. Das heißt doch nie was Gutes. Old Man Clanton. Shit. Bleib stehen, verdammte Axt. Ist das euer Ernst? Jetzt kommen sie von da hinten. Okay. Pack ihn doch. Mann. Wahrscheinlich auch noch die Dalton-Brüder. Ey. Geh weg, Alter, diese Geister sind echt kacke. Yo, wie soll ich das denn überleben, wenn hier überall Geister sind? Shit, hinter mir. Nein! Jesse, Woodson, James und Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought. Fuck. Ist das euer Ernst? Wie soll ich das schaffen? Oh shit. Jim Reed, die sind doch jetzt mit Sicherheit schon 1000 Mal aufgetaucht, alle. Könnten die jetzt mal aufhören? Ich habe meine inneren Geister alle besiegt. Jesse James wurde getötet. Einfach so in die Menge geworfen hier. Scheiße. Oh, fuck. Und wir haben ihn. Verdammt nochmal. Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked him about Bob Bryant. They were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You fired it all away, Butch. It is mine. But so is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. Those boys didn't give me much of a choice. Och, ich wusste es. Wechsle einen Mexican Standoff mit Q und E deinen Fokus auf den Gegner, der dich ansieht. Okay. Aber woher soll ich denn wissen, ob der andere mich gerade... Ach so, wenn die den Kopf wegbewegen. Okay, ist ja voll behindert. Ich bin kein Fan von diesem Zeug. Ja, was ist los?
Ha? Was ist los mit euch? Okay. Beide tot. Scheiß auf entehrt, Mann. Was ist denn los mit euch? Mission abgeschlossen. Okay, ich würde mal sagen, haut rein. Obwohl, wartet mal. Wir gehen noch in die Cutscene, weil dann haben wir die beim nächsten Mal wieder beim Reingehen. Schlussakt. Oh, was kommt jetzt? Was kühlt jetzt auf mich zu, Hammer? Ich befürchte, jetzt kommt irgendwie so ein Abschluss, wo man nicht einfach sagen kann, okay, machst du mal kurz einen Cut. Gucken wir mal. Okay, weiter geht's. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian Army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh, man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, I... But you can't, Bob. Oh mein Gott, was habe ich gesagt, Leute? Und ich wähle natürlich die gute alte Vergeltung. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Holy shit! Okay, das große Finale, das ziehe ich jetzt durch. Da kann der Finalpart ruhig mal was länger werden. Ich töte diesen alten Sack. Wahrscheinlich wäre das andere Ende vielleicht schneller gewesen, aber egal. Scheiße, Mann. Egal. Jetzt machen wir's. Ich finde ehrlich gesagt extremst dumm, dass man nicht einfach früher die Waffe ziehen kann. Das ist so, keine Ahnung, das ist so total unrealistisch. Jetzt zieh schon. Beide tot. Scheiße. Das wäre doch auch cool gewesen, wenn es so ein Alternativende gegeben hätte, wo einfach beide dann sterben. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das jetzt so lang dauert. Okay. Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy?
You look a mite shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir. Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge. Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk for those I have lost. Geil! Also ich muss wirklich sagen, das ist so ein Ende nach meinem Geschmack. Das ist schön rund, damit kann ich mich abfinden, das ist nicht schlimm, das ist einfach, das ist cool, das macht Bock. Zum Spiel an sich kann ich sagen, ich hab's bekommen für 5 oder, nee, 7 Euro noch was. Es gibt das, glaube ich, so um den Dreh für 13 Euro. Also da kann man sich das wirklich kaufen. Muss ich sagen, kann man sich wirklich kaufen. Mein Problem ist halt wirklich das mit den Duellen. Das liegt aber an meiner Unfähigkeit. Das heißt, wenn ihr da drauf steht, wenn ihr so Western-Szenario mögt, kann ich euch das Spiel wirklich nur ans Herz legen. Ich persönlich werde dieses Spiel bestimmt nochmal irgendwann spielen. So wie ich auch die anderen Call of Juarez außer The Cartel nochmal spielen werde. Oder nochmal gespielt habe. Man siehe Bound and Blood. Ich glaube, plus das Let's Play habe ich das irgendwie 3 Mal oder so durchgespielt. Ich mag einfach diese ganze Spielmechanik von diesem Shooter. Das gefällt mir einfach gut. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann lasst es mich natürlich wissen. Würde mich freuen. Bis dahin. Und ich würde mal sagen, haut rein und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Okay, der Reim war echt blöd. Ciao, Leute.